Als erstes möchte ich Ihnen kurz vorstellen, was hat sich geändert. Top Motors gibt es mittlerweile seit 10 Jahren und wir haben in diesem Sommer ein Update gemacht. Update heißt, wir haben das Logo bzw. unsere Logos vereinheitlicht. Sie sehen hier unsere drei wichtigsten Motors Summit, Top Motors und Impact Energy. Wir haben uns auf eine einheitliche Schrift geeinigt, wir haben uns auf eine einheitliche Farbe geeinigt. Wir schreiben alles in Großbuchstaben, einfach um die Zusammengehörigkeit ein bisschen mehr zu verdeutlichen. Das aber nur am Rande. Seit diesem Sommer gibt es eine neue Homepage, das ist viel interessanter. Die alte Homepage ist gewachsen und gewachsen, wurde nicht wirklich liebevoll abgedatet und gewartet und ist dementsprechend technologisch und inhaltlich ein bisschen in Rückstand geraten. Seit diesem Sommer gibt es die neue Top Motors Homepage, Sie sehen hier zwei Screenshots. Der linke Screenshot ist der obere Teil der Seite, der rechte Screenshot ist der untere Teil der Startseite. Das erwartet Sie also, wenn Sie auf topmotors.ch gehen. Wir haben die Seite bewusst einfach strukturiert, das heißt, man kommt mit maximal 3 Klicks immer an sein Ziel. Wir haben oben insgesamt 6 Menüpunkte aufgeführt. Wenn man mit der Maus darüber fährt, klappt so ein Dropdown-Menü auf und man kommt auf Unterkategoriepunkte. Bei Über uns finden Sie zum Beispiel Allgemeines, grundsätzliche Sachen zu effizienten Antriebssystemen und was über unsere Partner. Wir haben noch den Punkt Wissen, wo Sie unsere Merkblätter finden zum Download, können Sie alle kostenlos nutzen. Dort finden Sie unsere Publikationen, da gibt es viele Informationen zu Normen und Vorschriften, was vorher auch nicht so up-to-date war, ist heute immer up-to-date. Wir haben Informationen zu unserem Netzwerk, das ist unser Hochschulnetzwerk, das ist ein Expertennetzwerk, wo Sie Kontaktdaten finden zu Experten aus verschiedenen Bereichen, falls Sie Hilfe oder Probleme haben in irgendwelchen Fachbereichen. Wir haben Herstellerdaten, wo man sieht, welche Motoren bereits in welcher Effizienzklasse binnen nützlicher Frist lieferbar sind. Wir werden diesen Punkt noch erweitern oder noch ergänzen um den Top Motors Market Report. Da werde ich später noch drauf zu sprechen kommen. Es gibt Top Motors Basics, was einfach einseitige A4-Informationsblätter sind, wo grundsätzlich erklärt wird, worauf man bei Energieeffizienz achten sollte, wenn man ein Antriebssystem optimieren möchte und so weiter. Und es gibt die Downloads. In Downloads finden Sie jedes Dokument, was es auf der Seite irgendwo versteckt gibt, nochmal gesammelt, schön gebündelt und können dort alles kostenlos runterladen. Wir haben auch noch den Menüpunkt Praxis. Im Menüpunkt Praxis finden Sie zum Beispiel unser Motor Systems Check. Das ist eine 4-Schritt-Analysemethode, wie Sie systematisch Ihre Antriebe im Betrieb analysieren können und Effizienzpotenziale aufdecken können und die auch erschließen können. Wir bieten Software-Tools an, die diese 4 Schritte des Motor Systems Check unterstützen. Wir haben gute Beispiele, da werde ich näher noch im Detail drauf eingehen und noch ein paar Beispiele zeigen. Wir informieren über Förderprogramme und es gibt eine FAQ-Seite, wo die häufig gestelltesten Fragen, die wir so per Mail und per Telefon bekommen, dann abgelegt werden, in der Hoffnung, dass sie anderen Leuten auch weiterhelfen. Dann gibt es noch einen wichtigen Punkt, der heißt News und Events. Und da finden Sie alle Informationen zu unseren Veranstaltungen. Das ist zum einen der IEO-Weiterbildungskurs, der an der Hochschule Luzern und in Yverdon stattfinden wird. Ab nächstem Jahr dann auch an einem weiteren deutschsprachigen Standort. Wir informieren über Workshops, dort können Sie sich registrieren. Sie können aber auch die alten Präsentationen der alten Workshops herunterladen und sich nochmal in Ruhe angucken. Neu gibt es auch Webinare, da werde ich gleich noch ein bisschen ausführlicher was zu sagen. Wir informieren über den Motor Summit und es gibt den Newsletter. Ein Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, sind unsere Merkblätter. Wir haben ein neues Merkblatt pro Jahr, was wir entwerfen, zusammen mit Experten aus der Industrie und aus Fachhochschulen. Und dieses Merkblatt stellen wir dann 2-sprachig bisher, in Zukunft sogar 3-sprachig, das heißt Deutsch, Französisch und Englisch zur Verfügung. Auf unserer Webseite bisher finden oder im Moment finden Sie die 18 bisherigen Merkblätter und das sind die letzten 5, die Sie vielleicht interessieren könnten. Da geht es um Pumpen, da geht es um Luftförderung, Frequenzumrichter, um Druckluftkompressoren und um Kältekompressoren. Top Motors verschickt einmal pro Quartal, das heißt 4-mal im Jahr, sein Newsletter. Für alle, die den Newsletter noch nie gesehen haben, das ist dieses Format, das heißt, wir berichten über News, was läuft bei uns und bei anderen, zeigen, was haben wir neu publiziert und so. Und es gibt Veranstaltungen, da sehen Sie zum Beispiel das Webinar, den Motor Summit und so weiter. Im unteren Teil finden Sie quasi denselben Inhalt nochmal, allerdings dann auf Französisch. Ich hoffe, Sie haben den alle schon mal gesehen. Ich zeige Ihnen trotzdem kurz. Wir veröffentlichen auch immer gute Beispiele, 2 gute Beispiele pro Jahr. Wir sind sehr froh, dass wir heute das neueste gute Beispiel
veröffentlichen dürfen und austeilen dürfen. Marton Wager von Energie Zukunft Schweiz hat aktiv mit Carol Tornet zusammen das neueste gute Beispiel erarbeitet. Es ist sehr interessant, sehr gut. Es geht um ein Kieswerk, das die Förderbandanlagen optimiert haben. Und Sie bekommen auf zwei A4-Seiten einen sehr schönen Einblick, was wurde gemacht und was hat das gebracht. Das Förderband hat eine Waage drin und einen eigenen Stromzähler. Das heißt, man konnte genau messen, wie war der Stromverbrauch je Tonne vorher und nachher. Und ist also ein sehr schönes Beispiel, wo Sie sehen können, dass Effizienz auch in der Praxis funktioniert. Die 8 weiteren guten Beispiele, die es bisher schon gibt, finden Sie auf unserer Seite. So sieht die Seite aus, wenn Sie auf gute Beispiele gehen oder direkt auf topmotors.ch gute Beispiele. Und dort finden Sie dann die bisherigen 8 guten Beispiele aus verschiedenen Industriebereichen, Lebensmittelindustrie, Kläranlagen, Kehrichtverbrennungsanlagen, IVF Hartmann und jetzt halt das neueste Beispiel aus dem Kieswerk, was jetzt gerade ausgeteilt wird. Neu berichten wir auch aktueller und sorgfältiger über rechtliche Grundlagen. Das heißt, wenn Sie eine Frage haben, welche Normen gelten gerade für mich, welche sind für mich bindend, was ist die Mindestanforderung, können Sie auf topmotors.ch/normen gehen und da finden Sie die Liste der Schweizer Energieverordnung und der europäischen Ecodesign-Richtlinien und Sie finden zutreffende IEC-Normen für Pumpen, Motoren, Kompressoren, Ventilatoren, immer jeweils schon mit den weiterführenden Links, dass Sie direkt bei den IEC-Normen entweder lesen können oder direkt sich ein Exemplar bestellen und kaufen können. Wir veranstalten 3 Workshops pro Jahr. 2 davon sind auf Deutsch hier in Zürich, einer davon ist auf Französisch in der Romandie. Ein Workshop ist für uns eine halbtägige Veranstaltung, wo über ein Thema, zum Beispiel Frequenzumrichter, Kälte, Kompression, Druckluft und so weiter gesprochen wird von verschiedenen Experten mit bis zu 40 Teilnehmern. Im Anschluss an diesen Workshop veröffentlichen wir die Präsentation jeweils auf topmotors.ch. Entweder gehen Sie über das Menü oder topmotors.ch/workshops finden Sie die letzten 10 Workshops, die wir gehalten haben, inklusive der Präsentation aller Referenten, die dabei waren. Sie können sich in diesem Menüpunkt auch immer schon für den nächsten Workshop registrieren, wenn einer in Planung ist und können sich dort direkt anmelden und sind dann bei uns auf der Liste und wir erwarten Sie dann. Neu veranstaltet topmotors jetzt seit diesem Sommer Webinare. Webinare sind interaktive Online-Seminare, wo wir einen Referenten dabei filmen, wie er einen Vortrag hält und das live übers Internet streamen. Das heißt, Sie können von Ihrem Schreibtisch oder von zu Hause aus per Computer an diesem Vortrag teilnehmen, können Fragen stellen. Die Fragen werden dem Referenten gestellt oder Sie können auch direkt mit dem Referenten sprechen, wenn Sie das möchten und können quasi ohne viel Aufwand und ohne größere Anreisen an so einem Vortrag teilnehmen. Im Anschluss werden die Videos der Referenten dann auf YouTube hochgeladen. Das heißt, auch wenn man zu diesem Zeitpunkt keine Zeit hatte, an dem Webinar teilzunehmen, kann man rückwirkend sich jederzeit dieses Video angucken. Wir haben 2 Webinare jetzt durchgeführt. Das erste war mit Konrad Brunner, elektrische Antriebssysteme in der Schweizer Industrie, wo es darum ging, einen Überblick zu geben, wie sieht es in der Schweiz aus, was ist so Standard, wo führt die Reise hin und so, was ist gesetzlich jetzt Mindestanforderungen und so. Und der zweite Vortrag war von Professor Adrian Omlin, wo es darum ging, wie man Frequenzumrichter effizient einsetzt, um Energie zu sparen. Diese beiden Webinare haben wir gehalten. Wenn Sie auf topmotors.ch Webinare gehen, finden Sie die beiden Videos und können sich jederzeit rückwirkend die Videos angucken. Ein Webinar dauert bei uns insgesamt 60 Minuten. Das heißt, der Vortrag hat rund 30 Minuten und im Anschluss gibt es 30 Minuten für Fragen der Teilnehmer und Diskussion. Das Ganze machen wir 4-mal pro Jahr. 3-mal auf Deutsch, 1-mal auf Französisch. Die ersten 2 waren auf Deutsch. Das nächste Webinar ist auch schon in Planung. Das ist am 27. März, Instandhaltung als Chance für Energieeffizienz. Michael Kummer von Küfer Elektrotechnik wird darüber berichten. Er ist auch heute anwesend. Wer es nicht abwarten kann, darüber schon was zu erfahren, kann ihn sicherlich gerne ansprechen. Er ist als Aussteller auch mit Küfer und Bauer GM Motoren vertreten. Dieses Webinar findet am 27. März statt. Sie können sich jetzt schon jederzeit auf unserer Homepage registrieren. Sie bekommen dann eine Bestätigungsmail, können einen Kalendereintrag anlegen und werden dann einfach eine Stunde vor dem Webinar nochmal daran erinnert, dass das Webinar nun beginnt und können dann auf einen Link klicken und dann quasi automatisch teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos, Sie können sich also gerne registrieren. Wenn Ihnen dann was dazwischen kommt, haben Sie keinen Schaden und wir auch nicht. Das 4. Webinar wird das erste französischsprachige sein.
Richard Phillips vom BFE wird im zweiten Quartal 2018 die Rolle des BFEs, über Förderprogramme und Mindestanforderungen referieren und da ein bisschen tiefer gehenden Überblick liefern, als dass er das heute in der kurzen Zeit machen konnte. Wir haben vorhin von Preston Rain von IHS schon gehört, dass es jetzt Marktdaten gibt. Es wird jetzt in Zukunft jährlich den Top Motors Market Report geben. Und in diesem Top Motors Market Report werden Sie diese Diagramme, die Sie im Laufe des Vormittags bereits schon gesehen haben, finden und die aktualisierten Daten der Schweiz. Das heißt, wir werden die Daten publizieren, wie viele Motoren wurden verkauft, von welcher Größe und so weiter und werden das da schön bündeln und ablegen und das jährlich aktualisieren und das können Sie dann für sich nutzen, so wie Sie es halt brauchen können. Den Report wird es in Deutsch und Französisch geben und es wird zusätzlich eine englische Zusammenfassung geben. Hier nochmal ein Diagramm aus diesem Report, so wie wir ihn veröffentlichen werden. Wir haben schon gehört, dass 86% erfreulicherweise die Mindestanforderungen heutzutage schon erfüllen. Das heißt, 86% der Motoren sind IE3 oder IE2 mit einem IE3, IE4 oder IE2 mit einem Frequenzumrichter bereits heute. Hier ist noch ein Beispiel, was auch in dem Market Report gezeigt werden wird. Hier kann man sehr gut sehen, wir haben einmal hier die Anzahl der Motoren und wir haben hier die elektrische Leistung bzw. den elektrischen Verbrauch. Wir haben das mal grafisch dargestellt in diesem Diagramm. Und da sieht man, dass hier in dem blauen Teil mit 60% der absolut größte Teil bei den kleinen Motoren liegt. Klein heißt in diesem Fall 0,12 bis 0,75 Kilowatt. Die zweite interessante Gruppe ist diese grüne Gruppe hier mit 12%. Das sind die Motoren 7,5 bis 375 Kilowatt. Warum ist diese grüne Gruppe so interessant? Nun, weil wenn man sich den Verbrauch anguckt, hat diese Gruppe mit lediglich 12% Anteil an der Anzahl mit 73% den mit Abstand größten Anteil am Energieverbrauch. Die hier große Gruppe der kleinen Motoren fällt beim Verbrauch mit nur 5% nicht so sehr im Gewicht wie die anderen Leistungsgrößen. Das heißt, man kann anhand dieser Diagramme sagen, dass 12% der Motoren brauchen insgesamt 72,6% der verbrauchten elektrischen Energie. Gut, damit wäre ich jetzt schon mit meinem Überblick zu Top Motors, zum neuen Top Motors fertig. Ich habe vorhin die Weiterbildung IEO als ein Event von Top Motors angesprochen und mein Kollege Peter Klingel wird Ihnen da jetzt ausführlich etwas mehr zu sagen, was ist IEO, wo findet das statt und für wen ist das was. Vielen Dank. Guten Morgen allerseits. Aufgrund der verbleibenden Zeit werde ich mich kurz halten. Wie gesagt, Top Motors bietet eine Weiterbildung an, einen Weiterbildungskurs, der nennt sich Industrielle Energieoptimierung, IEO als Abkürzung oder OEE auf Französisch. Schwerpunkte sind elektrische Antriebe, Systeme und Energiemanagement. Bis heute fanden zwei Kurse in der Deutschschweiz statt und ein Kurs in der französischsprachigen Schweiz. Die Frage stellt sich, warum braucht es überhaupt eine Weiterbildung IEO? Man hat aufgrund von schweizweiten Untersuchungen hat Top Motors festgestellt, es gibt große Energieeffizienzpotenziale in der Industrie. Weiterbildungen für Energieeffizienz finden heutzutage vorwiegend im Gebäudebereich statt. Eine Weiterbildung für elektrische Effizienz in der Industrie ist fast gar nicht ein Thema. Und vor allem, es fehlt in der Industrie Know-how, um Effizienzpotenziale bei elektrischen Antriebssystemen zu identifizieren und vor allem nach der Identifizierung auch Verbesserungsvorschläge machen zu können. Und IEO versucht, diese Lücke zu schließen. Die Organisation von IEO ist, wie gesagt, schweizweit. Haben wir Zusammenarbeiten mit der Hochschule Luzern, mit der HEIJG in Yverdon. In Planung ist ein weiterer Kurs in der Deutschschweiz mit der Fachhochschule Nordwestschweiz. Damit Sie sich einen
Eindruck machen können, wie das ungefähr aussieht, habe ich hier zuerst mal den Stundenplan. Es handelt sich hier um einen sechstägigen Kurs. Er findet jeweils freitags, samstags statt, über einen Monat. Mit Theorie, Praxis und Einzelarbeiten. Konkret sieht das so aus. Vorlesungen mit Grundlagen, die man auch anfassen kann. Man geht auch konkret zu den einzelnen Applikationen. Genug Zeit gibt es auch während den Pausen, um sich auszutauschen. Was uns auch wichtig ist, dass man innerhalb von IEO ein Netzwerk aufbauen kann. Außerdem besucht man Industrieobjekte hier, Isoware. Hier wurden ganz konkret auch gezeigt, wie Maßnahmen getroffen wurden. Hier die neuen Motoren, hier die alten Motoren. Hier sieht man eine Lüftungsanlage, die man auch auswechseln möchte in naher Zukunft. Dann im Labor und Prüfstände und Demonstratoren sind ein Thema. Man geht auch bei den Hochschulen in den Keller und schaut sich an, was sie dort haben, führt Übungen durch. Es gibt auch einen speziellen Demonstrator, der gebaut wurde. Das Feedback der Teilnehmenden ist vorwiegend positiv. Das Thema wird als wichtig erachtet. Der Bedarf ist da. Es war lehrreich. Man wünscht sich mehr Labortätigkeit, weniger Theorie und vor allem weiter so. Und das werden wir auch machen. Wer sich anmelden möchte, kann das hier über topmotos.ch Weiterbildungen.